Also am ersten Tag hatte ich ja sozusagen schon mein Couple, Danilo. Wow. Dann wurde ich von meinem ersten Couple weggeschnappelt, vom Erik. Dann kamen die zwei Granaten rein. Hola, Chica! Wow, krass. Schöne Überraschung. Dann leck mich am Arsch, du. Die Arsena hatte sich dann für den Danilo entschieden. Und dann war er wieder weg. Und dann kommt der Danilo zu mir her und sagt: Von Anfang an fand ich dich einfach sehr anziehend und attraktiv. Irgendwas war da. Das habe ich mir ja gewünscht, dass er mir das sagt. The Brain. Eins ist sicher, die Frauen sind dumm im Verstecken. Eins! Natürlich war ich die Erste, wo gefunden wurde, weil Erik einfach ein Genie ist. Ich hoffe, da hat's keine Spinnen. Streck die Füße aus. Hä, wie? Ich hab doch rechts-links-Schwäche. Melissa hat eine Hüftschwung wie eine Kobra. Kobra hat keine Hüfte. Ich weiß. Heute ist endlich mal Frauenwahl. Danilo. Ich bin heute voll aufgekommen. Ich bin heute Morgen sogar gekommen. Wäre ich gestern Abend gekommen? Ja, weil ich gesagt habe, komm. Oh. Du bekommst meinen Heiratsantrag, weil ich seit Tag 1 auf mein Herz höre. Boah. Gib mir einfach ein sicheres Gefühl. Ja, mach ich. Mehr will ich nicht. Auch wenn jemand anders reinkommt. Auch wenn jemand anders reinkommt. Ich komme ... bald. Diana. Ich habe immer gesagt, ich will einen Mann, der weiß, was er möchte. Ja, es sind zwei Frauen hier drin. Das bist du und das war sie. Ja, ist dann doch kann okay. Ich dir, du kannst doch normal mit mir sprechen. Ich rede normal. Nein, ich rede ganz normal. Genau. Kannst du einfach mir aus dem Weg gehen. Willst du mich verarschen gerade? Dann mach du das Beste draus. Melissa, nein, doch. Nein. Ich liebe euch die Chance. Du warst für mich Love Island. Du hast die Zeit für mich hier so schön gemacht. Deshalb entscheide ich mich heute dafür, die Villa selbstständig zu verlassen. Ich bin gewartet auf dich. Ein Pietro. Wir sehen uns drauf. Du bist so phänomenal. Du bist irgendwie anders.